Herzlich willkommen in der 9. und damit letzten Einheit des Online-Kurses Gratis Online Lernen. Wir möchten in dieser Einheit zunächst einmal ein kurzes Resümee ziehen, also darüber nachdenken, was Sie mit uns in den letzten Wochen gelernt haben. Dieser Kurs hat 9 Einheiten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Bild. Das haben wir für Sie im ersten Video gemalt. In der ersten Einheit haben wir Ihnen den Kurs vorgestellt. Dann ging es um das Selberlernen, um unterschiedliche Lernangebote im Web und wie man diese findet. Es ging auch darum, auf was man bei kostenfreien Angeboten achten muss, welche Lernangebote Sie spannend finden und wie man mit anderen lernt. Wie man schließlich für andere Lernmaterialien erstellen kann, war Thema in diesem Kurs. Jetzt, im 9. Kapitel, dreht es sich um Ihre weiteren Pläne. Neben diesem Video haben wir Ihnen auch Begleitmaterial angeboten und durch Quizzes haben wir Ihnen die Möglichkeit gegeben, zu überprüfen, wie gut Sie den Stoff bereits im Griff haben. Das Ziel des Kurses war jedoch kein leichtes. Wir wollten Ihnen zeigen, dass und wie man erfolgreich selber mit dem Web lernen kann. Wir vermuten, dass nicht alles dabei in den letzten Wochen wirklich ausreichend erlernt wurde. Wir möchten Sie also zunächst bitten, einmal Bilanz zu ziehen. Was haben Sie gelernt? Und was ist noch offen? Und was davon möchten Sie in den nächsten Wochen noch lernen? Und vor allem, wie? Vielleicht möchten Sie auch ganz konkrete andere Dinge lernen, jetzt, wo Sie einige Grundlagen des Lernens im Web kennen. Wir freuen uns, Sie bei der Planung der nächsten Schritte zu unterstützen und im Diskussionsforum darüber zu erfahren. Viel Spaß also weiterhin beim Lernen im und mit dem Web.